Meine super tolle Ehrenmami hatte letztens Geburtstag und ich habe ihr einen Kuchen gebacken zur Feier des Tages. Da habe ich erstmal die Butter mit Zucker und den Eiern vermischt und das alles schön schaumig geschlagen. Und dann habe ich schon ein bisschen Mehl mit Milch hinzugefügt und das auch alles verrührt. Und dann den Rest des Mehls mit Backpulver und dem Vanillezucker vermengt und das nach und nach reingegeben, damit keine Klümpchen entstehen. So sah es dann aus. Und dann habe ich noch ein bisschen alkoholisches Kaltgetränk hinzugefügt, weil das dann schön aromatisch ist, und ein paar Schokostückchen. Und das habe ich dann in eine Backform getan und da den Boden mit Backpapier ausgelegt, damit es dann nicht so festklebt beim Rauslösen aus der Form. So sah das dann aus. Ziemlich gut geworden, finde ich. Und dann habe ich das alles noch mit Schokolade ein bisschen verziert, weil Schokolade ist einfach beste. Ich habe das alles ein bisschen gold gemacht und so kleine Unterwassertierchen drauf gemacht. Und ja, das ist das super tolle Endergebnis. Und hier sieht man jetzt gleich meine Mami, wie sie den anschneidet. Und sie hat sich sehr gefreut. Und das freut mich natürlich auch. Ich habe dich ganz doll lieb, Mami. Tschüss, danke fürs Zugucken.